Ach, diese Melodie, ey. Oh mein Gott. So, hier baue ich zwei Löcher rein. Ja. Da kommen hier die Kisten rein. Dann kommen die Kisten praktisch in der Wand. Ist das schlau? Nein, ist es nicht. Ich packe mal lieber hier eins hin. Ich möchte nämlich gerne hier oben das Fleisch. Ah, die Feder kann ich schon nicht mehr aufnehmen. Weil bin zu voll. So. Aber zwei Kisten. Dann können wir hier erstmal das ganze Gebälk reinschmeißen. Seht ihr jetzt? Mit der Umschalttaste geht es verdammt schnell. Aber einmal Stein brauche ich. Vier Werkzeuge. So, hier schmeißen wir erstmal all das Gedönst rein, was ich hier nicht unbedingt gerade aktuell brauche. Dazu gehörst du nicht. So, schon sieht alles ein bisschen leer aus. Die Feder nehme ich trotzdem nicht, weil man braucht Federn eigentlich nur, wenn man später Pfeile bauen möchte. Und Pfeil und Bogen, damit bin ich noch nicht so geübt, von daher hat das noch ganz, ganz viel Zeit. So, Zwischenboden, wir brauchen Holz, da waren wir. Jetzt mache ich natürlich gerade die Aufnahme mit leerem Magen. Das ist natürlich auch sehr schön. Eieiei. Na gut. Was so ist, das ist halt so. Jutchen. Da. Der Bock natürlich auch gleich mal weg. Der verschandelt uns sowieso die Gegend. Wir können ja später wieder Bäume pflanzen, ist ja kein Problem, aber der hier, der ist erstmal ein bisschen daneben. Wobei da oben garantiert auch wieder Bäume, heißt also die Blätter werden doch. Die Blätter, die spawnen, die verschwinden langsam. Jawoll. So. Die Saplings einsammeln. Und jetzt wieder Sand abbauen. Wie viel blöd, wenn man während der Sand abbauen sich nicht traut zu reden, ey. So, jetzt kann ich wieder reden. Jetzt wieder. Jetzt wieder. So. Und einmal das da. So, die beide fällig hier auch noch. Ich weiß auch gerade gar nicht. Kann ich ja mal nachrechnen. Also, wir haben 2, 4, 6, 8 mal 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14. So, 14 mal 9. Da sind wir also bei 140, 126, 116. Richtig? Nein. Doch 126. 126 brauchen wir. Das wiederum geteilt durch 4. Ich habe keinen Bock mehr zu rechnen. Das sind 60, das sind 30, das sind, naja, 32 knapp. Da ja, kommen wir bei 128 raus. Haut also nicht hin. Doch, haut hin. Mein Gott. So. Heißt also, wir brauchen 32 Baumblöcke. Wir haben 35, sind wir doch schon fertig. Das ist natürlich sehr schnieke. Die Bäume knacke ich jetzt mal ab. Erstens sollte man immer ein bisschen Holz auf Tasche haben. Und zweitens. Stehen die hier nochmal gerade so angenagt in der Gegend rum und das ist natürlich unschön. Ich bin ja schließlich kein Biber, der seine Umgebung hinterlässt wie nach dem Zweiten Weltkrieg und hier liegt haufenweise Fleisch im Fluss, weil die ganzen Tiere nicht schwimmen können und trotzdem reinrennen wie die Idioten. Schön für mich, blöd für die. So, kommen da auch noch Saplings runter? Also Samen, für die, die das auf Deutsch hätten, gerne. Ja. Da oben ist eins. Komm ich da ran? Komm ich da ran? Komm ich da ran? Ich muss da rankommen. Nein. Jetzt. Auch nicht. Ach, dann lass mich doch in die Kiste. Wer wartet, den belohnt das Leben. Mit einem Bluescreen. Aha. So, hier sind.
Dann einmal so. Sonderfeature. Wenn man jetzt 4 mit der mittleren Maustaste raufnimmt, dann nimmt man nicht davon 10. Geht schlecht bei 4. Sondern man führt diese Aktion, dass man etwas nimmt, 10 mal aus. Heißt also, man nimmt gleich statt 4 40. Ha? Geiles Easter Egg. So, wir brauchen, was haben wir gesagt? 126. Dann haben wir jetzt Perfektomato. So. Wir brauchen sowieso noch Holz für Treppmesser doch. Aber das ist erstmal als die Grundbasis akzeptabel genug. So. Da, 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 da. So. Na, so. Heißt also, die untere Etage endet denn hier und die obere Etage, die geht dann da praktisch in die Richtung, denn hier ein bisschen runter, da schon Treppe, die ich dann aber über die gesamte Breite machen werde. Wisst nicht, moderne Häuser sind ja so ähnlich architektiert. Von daher dürfte jetzt eigentlich alles klappen. Badam, 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 badam. So. Und es wird schon wieder dunkel. So. Alter, ist das rumklicken, die klicken? Das ist ja auch noch was für Hausfrauen. Ronny, hast du was gegen Hausfrauen? Nein, ich würde selber gerne eine. So. Oh, das war geplant. Alles geplant. Das war voll und ganz geplant. So. Aha, aha. Tja, ich würde mal sagen, die, die mitgerechnet haben und aufs Rechnergebnis gekommen sind wie ich, die dürfen sich jetzt alle mal auf die Schulter klopfen. Es passt so abartig genau, dass ich mich jetzt selber offiziell als Streber bezeichne. Und gute Nacht. So. Das dürfte jetzt die dritte Folge von der Session sein. Oder... Ah, sieht doch gut aus. Da oben ist, was. Da oben ist Fleisch. Und ein Ei. Der hat doch ein Ei auf dem Kopf. Ach so, ist nur die Feder. Mein Gott, du irritierst mich, nämlich dich halt mit. So, ein Ei. Mehr nicht. Komm her. So. Aha, aha. Also wie gesagt, nächstes Mal spielen wir dann mit dem neuen Texture Pack. Das war natürlich jetzt super dumm gelaufen. Ich habe mir extra das auf den Zettel geschrieben. Sowohl das, dass ich langsamer sprechen wollte und deutlicher, als auch das, dass ich hier mit diesem Texture Pack machen wollte. Ja, der Zettel liegt wunderbar links neben meinem Rechner. Also links auf meinem Rechner. Der Rechner steht neben meinem Tisch. Und dann verpasse ich voll Idiot, ohne das Ding zu lesen, bevor ich in die Aufnahme gehe. Naja, naja, egal. Dann halt bei der nächsten Aufnahme. Außer ich vergesse es da auch wieder. So, ich müsste erstmal hochkommen. Gehen wir außen rum. Ich muss sowieso einen Aufstieg bauen. So. Jutchen. Also, jetzt hier eine Treppe. Wobei ich dann den Raum erstmal aufbauen würde. Nee, nicht die Q-Taste. Ich lasse das hier erstmal so. Wir kümmern uns erstmal nur um die untere Etage. Die bauen wir erstmal aus. Die Aussichtsplattform und so oben, die machen wir dann später. So. Und ausbauen heißt im ersten Fall den Fußboden schön machen. Es geht aber tief runter. Oh mein Gott.
Mal gucken. Also ich tendiere bei dem Boden hier erstmal zu Pflasterstein. Ja, nee, das ist dann zu kalt. Ich meine, das ist wie damalige Zeit. Ich glaube mal, so ein Leben, das möchte keiner haben. Kommt dran. Ja. Oh, Kohle. So. Was machen wir hier bei dem Boden? Eigentlich gehört auf dem Boot generell Holz, aber hier unten Holz und dann da oben Holz. Finde ich denn ein bisschen zu viel. Gut, wir könnten oben auch einen doppelten Boden machen, da könnte man praktisch von unten Steine, von oben, aber dann müsste ich da unten mal draus gehen und jetzt den Boden ohne mal mit raus schmeißen. Deswegen abgelehnt. Ups. Auf jeden Fall erstmal hier den Kies raus. Ich habe gerade eine Kuh gehört. So, but first let me take a fackel. A torch. Torte. So, was brauchen wir? Schippe ist uns gerade ausgegangen. Dann bauen wir mal eine Schippe. So, badam. Nun, wo ist jetzt hingepackt? Na, auch nirgendwo hin. Schon wieder zu früh abgezogen. So. Haben wir es ja gleich geschafft, aber ich sehe da überall noch schöne Kohle. Oh mein Gott, hier ist ja richtig viel Kohle. Eigentlich könnte ich jetzt hier die gesamte Umgebung abgraben, weil wie man sieht, ist hier ein bisschen mehr Kohle. Heißt also, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass hier auch noch weiter Kohle ist. Allerdings habe ich darauf jetzt gerade wirklich Appetit. Deswegen gucken wir nur so in einem kleinen Rahmen und bauen alles ab, was wir erstmal so direkt sehen. Und mein Hals wird schon wieder trocken. Mein Trinken ist leer. Wenn er jetzt wieder trocken wird, muss ich die Vorname leider auch bei der Vorsatz beenden. Es tut mir so leid. Aber ich wollte die Aufnahme hier gerne heute noch schaffen. Also heute noch releasen, meine Gätze. Zumindest die erste Folge. Kommt ja jeden Tag eine Folge. Wie gesagt, bis 18 Uhr schaffe ich das wahrscheinlich sowieso nicht. Also ihr werdet die Folge hier wahrscheinlich erst so gegen, na ich sag mal 20 Uhr ungefähr sehen. Vielleicht habe ich sogar schon zu 19 Uhr. Mal gucken. Was mache ich jetzt hier? Nichts. Ich habe hier gerade Kohle abgebaut und damit bin ich fertig. So, dann pflastern wir das Ding hier einfach mal wieder zu. Brauchen wir aber erstmal Clean Stone. So, und war doch feuerfrei. Wo auch immer wir uns treffen. So, dann ein Schwein. Schnauze, habe ich gesagt. Zwar nicht wirklich, aber es weiß keiner. So, gehen wir erstmal da in diese Höhle rein.
schöpfen wir erstmal den Weg frei. So.